Der Einsatz intelligenter Systeme kann die Sicherheit auch im Schienenverkehr deutlich steigern. Um Konzepte aus diesem Bereich zu präsentieren, stand das Bühnenmagazin der intelligenten Welt auf der InnoTrans 2014 als Plattform zur Verfügung. Moderator Robin Kumpel konnte als Gast zu diesem Thema den Gründer und CEO von Intelligence on Wheels, Thomas Strang, begrüßen. Man glaubt es kaum, es gibt ungefähr 700 Zugkollisionen pro Jahr in Europa. Und ich finde, das ist ein Problem, das man angehen muss und das man lösen muss. Und dieses Problem könnte gelöst werden mit einem System von Intelligence on Wheels. Die Macher behaupten, das ist nicht nur eine Evolution, das ist eine Revolution für die Branche. Wie die Macher selbst ihr System sehen und beschreiben, das schauen wir uns jetzt in einem kleinen Film an. Film ab, bitteschön. Given a single-track railway connection from A to B, a goods train leaves A at 10:22 a.m. at an average speed of 80 kilometers an hour. At 11:05 a.m., a passenger train leaves location B at an average speed of 120 kilometers an hour. When will these two trains meet? Particularly in goods traffic, collisions are by no means a rare occurrence. The DLR's new Railway Collision Avoidance System is regarded as leading in the field of infrastructureless collision avoidance systems. The new technology's core, permanent data exchange between trains. Current position, speed, driving direction and track used are transmitted via a wireless communications link. Pinpointing the exact position on the track network is based on the targeted fusion of GPS sensors, inertial sensors, odometers, and route maps. The onboard computer monitors the track network situation for any danger of collision. If there is a risk of collision, an alarm signal is given in good time, enabling the train's driver to initiate a braking maneuver. The Railway Collision Avoidance System's technology can be added cost-efficiently and trouble-free to existing infrastructure. We do not want to gloss over accident statistics, we want to change them. For more safety in rail traffic. So, wer jetzt neugierig geworden ist, gleich ein kleiner Tipp. Der Stand von Intelligence on Wheels ist dahinter und seien Sie vorsichtig, dass Sie auf dem Gang mit niemandem kollidieren. Aber bevor Sie jetzt dahin entschwinden, möchte ich den Gründer und CEO von Intelligence on Wheels zu mir auf die Bühne bitten, Herrn Dr. Thomas Strang. Herr Strang, Ihr Applaus. Darf ich Sie hierhin bitten? Herr Strang, Sie haben ja gesagt, Ihr System hat die Branche doch ein bisschen aufgerüttelt, ein bisschen durcheinander gebracht, zum Nachdenken gebracht. Erklären Sie mal, warum. Das ist tatsächlich richtig so. Wir sind mit diesem Thema, seit wir es im DLR, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, angefangen haben, eigentlich ständig mit den Fragen konfrontiert. Was hat das denn für ein SIL-Level? Wie funktioniert das denn? Wie setzt ihr denn da auf das GSMR? Reicht das denn aus und so ähnlich? Diese ganze Palette von Fragen zeigt immer wieder, dass man unseren Ansatz im Prinzip noch nicht verstanden hat. Deswegen müssen wir erstmal erläutern, was machen wir denn jetzt und warum ist das so speziell und warum ist das insbesondere anders? Der Ansatz hier, deswegen passt es auch sehr gut in diese Veranstaltung über intelligente Netze, ist der, dass wir weg von allem, was in der Infrastruktur vorhanden sein muss, damit diverse existierende Systeme funktionieren, weggehen und ganz bewusst unabhängig von der Infrastruktur arbeiten und rein zwischen den beteiligten Zügen kommunizieren, Informationen austauschen, diese möglichst intelligent auswerten und dann möglicherweise auch eine Kollision dem Fahrer als Warnung anzeigen. Der Punkt hier ist an der Stelle, wir haben eben gehört von Herrn Wulff, Infrastruktur ist teuer, sehr teuer sogar. Und jegliche Infrastrukturkomponente, die muss nicht nur installiert, die muss gepflegt werden. Wenn ich da ein System habe, was das voraussetzt, dann habe ich da große Abhängigkeiten. Und wenn ich insbesondere eine neue Technologie einführe, die vielleicht noch eine neue Komponente auch in der Infrastruktur braucht, dann habe ich hier eine riesen Hemmschwelle, um ein neues System einzuführen, ein solches wie unseres. Unser System geht den anderen Weg. Wir sagen, wir installieren unsere Komponenten nur in den Zug. Das heißt, wir haben eine sogenannte Onboard-Unit. Das ist das Einzige, was wir brauchen, um diese spezifische Kollisionsvermeidungsanwendung zu realisieren. Das verstehe ich, aber wenn jetzt eine Branche über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte gelernt hat, wir machen was zentral,
Wie viele Jahrhunderte braucht die Branche, bis sie dezentral denkt? Das sind sicher keine Jahrhunderte mehr, wenn wir, sagen wir mal, nicht die gesamte Branche im Fokus haben. Denn wir haben gelernt, dass es einzelne Kunden mittlerweile von uns gibt, die gar nicht mehr so sehr zentral zwingend organisiert denken, sondern die das Potenzial erkannt haben und sagen, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, was ich mir tatsächlich auch leisten kann. Bevor ich gar nichts mache, mache ich so einen Ansatz, der neu ist, wo ich vielleicht auch erstmal ein bisschen Vertrauen in die Technologie gewinnen muss über die Zeit und auch sicher nicht das Gleiche habe, wie wenn ich eine ETCS-Ausrüstung mir leisten kann. Das ist sicher was ganz anderes, aber für den Anwendungsfall Kollisionsvermeidung brauche ich das auch nicht zwingend. Wir haben eine Frage, wir haben die Veranstaltung angekündigt über unsere Webseite, auch Sie als Gast, und da kam eine Frage rein. Ich versuche das jetzt mal möglichst korrekt wiederzugeben. Der Schreiber sagt, Ihr System sendet ja laufend Daten oder sendet Daten wie Geschwindigkeit, Position, Bremsvermögen in einem 5 Kilometer Radius. Er stellt sich jetzt vor, wenn viele Züge in einem Bahnhof sind oder eng beisammen und die fangen alle an zu senden, wie koordiniert sich das? Oder haben wir am Ende einen riesigen Datensalat und keiner versteht mehr, was er möchte und Ihr System bricht leider zusammen? Nein, das tut es genau nicht, weil das natürlich einer der Schwerpunkte war im Rahmen der Forschungsarbeiten, wie man sowas organisieren kann, Stichwort selbstorganisierende Netze, wo also durch das Verfahren sichergestellt ist, dass die maximale Kapazität, die man sich überhaupt vorstellen kann, durch das Netzwerk abgedeckt werden kann, gehandelt werden kann. Die Protokolle, die im Einsatz sind, sind genau auf diese Punkte hin optimiert, in bestimmten Bereichen eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen auf jeden Fall zwingend zu unterstützen. Wenn ich das richtig verstehe, ist Ihr System ja durchaus kostentechnisch attraktiv, gerade auch für kleinere Verkehrsbetriebe. Glauben Sie, dass sozusagen irgendwann der Druck von der kleinen Schiene kommt und sozusagen so Ihr System sich im Netz etablieren kann? Oder geht es nur, wenn es sozusagen im Großen passieren wird? Nein, der Ansatz ist an und für sich ein ganz anderer. Der Punkt ist der, wir propagieren unser System nicht als Alternative zu anderen Technologien, sondern als zusätzliche Option. Was auch immer Sie in Ihrem Netzwerk installiert haben, bitte nutzen Sie es weiter. Das ist sinnvoll, die Technologie, die Sie ausgerüstet haben, PZB, LZB, was auch immer. Das ist sinnvoll, das rettet Menschenleben, nicht zu 100%. Aber in ganz hohen Prozentsätzen. Aber es gibt eine kleine Marge, die noch übrig ist, die durch diese Systeme nicht zweifelsfrei abgedeckt werden können und an allen Stellen abgedeckt werden können. Und da ist unser System eben als zusätzliche Rückfallebene, sogenannter Plan B, eine sehr kostengünstige Option, um das eben nochmal zu realisieren, um diese verbleibenden, Sie haben es eben gesagt, aus dem bekannten EU-Report, die 700 Kollisionen, die wir in Europa pro Jahr haben. Ich finde das eine dramatisch hohe Zahl, um die eben noch abzugreifen. Zum Schluss noch eine technische Frage. Sie nutzen ja verschiedenste Sensoren oder GPS-Systeme, Lokalisationssysteme spielen eine Rolle. Jetzt sind Gleise ja nicht wirklich weit auseinander. Zwei Züge rasen aufeinander zu oder fahren schnell. Auch ein Güterzug hat lange Bremswege. Wie unterscheiden Sie denn, dass der eine Zug auf dem rechten und der andere auf dem linken Gleis fährt? Weil Sie müssen sich ja sicher sein, ob Sie eine Warnung auslösen, ob Sie sagen, freie Fahrt. Ganz genau. Eine ganz, ganz typische Frage, weil jeder, der sein GPS im Auto kennt, sein Navi im Auto, der weiß, dass das an und für sich nicht besonders genau ist, wenn man genau hinschaut. Ja? Und damit kann man sicherlich mit einem GPS alleine nicht zweifelsfrei lokalisieren, wo ist denn mein Zug jetzt gerade auf dem einen oder auf dem Parallelgleis. Deswegen haben wir verschiedene Sensoren uns angeschaut, genau zu dieser Fragestellung, was kann man denn für Einzelsensoren nehmen, was kann man möglicherweise für clevere Kombinationen von Sensoren verwenden, um die Position genau genug, verlässlich genug und verfügbar zu machen, dass sie eben auch in einem Tunnel funktioniert. Ganz klar, GPS alleine funktioniert da nicht. Wenn Sie sich anschauen wollen, was wir gemacht haben und was die Resultate sind, da ist der Stand, das können wir da sogar zeigen. Genau, und mit den Worten gebe ich dann einfach auch das ans Publikum weiter. Gehen Sie zu dem Stand, lassen Sie es zeigen. Also ich finde es sehr spannend, weil es tatsächlich auch mal ein Blick, ein anderer Blick auf ein Problem ist, wie man es vielleicht lösen kann. Herr Strang, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen viel Erfolg und vielleicht stehen wir mal hier und Sie sagen mir, dass dieses System europaweit mittlerweile dann im Einsatz ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Gute Zeit hier auf der Messe noch.